möchte mich einfach hier hinstellen. Ich stand gerade super. Au. Dann kam der Klappspaten. Mein Ding ist halt geklemmt. Alter. Ich will nicht wissen, was in deiner Hose abgeht, Alter. Dein Ding hat geklemmt. Bah! Ja, genau. Du Sau, ey. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA Online, wie immer mit dem Klappspaten. Hallo! Und mit in der Sitzung noch der Braveheart 27. Die anderen sind alle nicht online, also Pech gehabt. Ah! Ja, genau. Und ich habe sowieso das Gefühl, die meisten sind jetzt alle auf PlayStation 4 umgestiegen, weil ja die ganz großen YouTuber das ja jetzt auf PlayStation 4 spielen. Aber das ist mir. Ja, die spielen das alle auf, also hier Gronkh und so, spielen das jetzt alle auf. Nee, Quatsch, nicht Gronkh und so. Sarazar, spielen jetzt mit dem Dena zusammen und dem Turbinator und bitte, der. Mit Dena, Alter? Ja, die spielen jetzt mit Dena zusammen. Was für Lappen, Alter. Ich weiß nicht warum, ich mag Dena einfach nicht. Er brüllt mir immer zu viel rum, Alter. In der allerersten Folge, die sie gemacht haben, Dena instant am Intro, übelst am Rumschreien, Alter, könnte ich schon wieder kotzen. Aber ich hab's mir trotzdem angeguckt, weil ich fast einen Augenorgasmus gekriegt habe wegen der schönen Grafik in GTA Online. Oh. Es ist schon extrem nice, muss man schon sagen. Also da kann man schon echt nicht meckern. Ja, wir werden's ja auf PC, ne? Klar! Da werden wir noch geilere Grafik haben. Das ist auch der einzigste Grund, jetzt wenn die Leute so denken, ah, die haben bestimmt keine Kohle, die haben bestimmt noch nicht so viel YouTube-Money wie Sarazar und so. Ja, halt da Maul, wir haben Money, aber wir warten, bis der noch PC rauskommt, damit unsere Zuschauer noch geilere Grafik haben als diese Lutscher. Du wirst aber sehen, ich könnte wetten, dass die alle dann auf PC umsteigen werden, so oder so. Ach, können die sich gar nicht leisten, Alter. Aber mich würde es nicht wundern. Ach, der Roger Kane ist auch da. Ich glaube, ich habe einen Bullenwagen gebumst. Gebumst. Warte mal, ich stell mir das gerade. Nee. So doch, quasi. Ich stell mir das gerade irgendwie komisch vor. Du, Bullenwagen gebumst, so Auspuff hinten und. Nee. Erstmal rein, ERQ-Dings. ERQ-Stisseln? ERQ-Stisseln. Oh Gott. Alter, mein Kopfkino bringt mich gerade schon wieder. So halb zum, ne? Und so. Weißt du Bescheid, ey? Also auch wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Klappspaten so schnell spricht, ne? Weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht üblich, dass ich so schnell spreche, ne? Aber ich habe Cola Vanillekoke getrunken. Das macht mich so ein bisschen irre. Also, ich bin heute auch irgendwie, also ich hatte heute einen ziemlich harten Tag. Ich kann aber. Also an dem Tag, wo wir heute gerade aufnehmen, heute ist der. Welcher ist heute? Der 29. Ja. Dienstag. Nee, ja. Doch. Nee, Samstag. Was? Alter. Samstag, der 29. Dezember ist heute hier, während wir das hier gerade aufnehmen. Und ich war heute mit meinen Eltern zusammen einkaufen, bla bla bla. Und von Mittag an, kann man sagen, waren wir unterwegs. Und ich war erst so gegen 7:30 oder so zu Hause, keine Ahnung. War auf jeden Fall anstrengend. Dann habe ich mir gestern, als ich bei mir in meinem Kamin hier Ofen-Dings da Feuer gemacht habe, war so ein Stück, so ein Topfband. Wer weiß, was ein Topfband ist, Daumen hoch. viele können mit dem. Voll Daumen am Schnurren, Alter. Du, das wissen aber nicht viele, also werde ich nicht viele Daumen nach oben bekommen. Ach so, ja. Ja, war da im Ofen noch drin vom letzten Mal feuern, weil ich so einen alten Schrank damals auseinandergeruppt hatte und da war ich halt zu voll, die Dinger abzumachen. Und der war halt noch da drin, das Band. Und da habe ich mir gedacht, komm, das nehmen wir jetzt raus, gehört da nicht rein. War ein Fehler, war noch heiß. Ich mir erstmal instant meinen linken Zeigefinger und linken Daumen übelst verbrannt, Alter. Da war der Tag eigentlich gestern schon für mich gelaufen. Dann heute der anstrengende Tag. Ich habe mich nur von Energy und so Latte Macchiatos, diese fertig gemischten aus so ein Plastedingern, ernährt. Dann fix und alle dann noch XXL essen gewesen. Augen wieder mehr Hunger gehabt als, ne, und so. Also total überschätzt. Habe ich auch auf Instagram gepostet, aber einige von euch haben das bestimmt eh gesehen. Naja, bei mir, wenn ich was poste, sehen die meisten halt nicht, weil die mich nicht leiden können. Ne, weil sie es wahrscheinlich einfach nicht wissen, dass es dich auf Instagram gibt. Auf Insta-Ding jetzt mit die Bilder, wie du es immer sagst, ne? Ja.
Vielleicht wissen die das deswegen nicht. Weil ich mal Insta-Dings mit den Bildern sah. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich so schnell, dass die, ne? Was hat der gemacht? Und dann bei ihr Top kann man ja hier langsamer und schneller drehen, ne? Weiß ich nicht, ob das bei jedem Video geht. Ja, das weiß ich auch nicht. Wo bin ich hier? Ist das hier Stützpunkt? Moment, kann ich hier rein? Bam! Muss mich ja so ins Ohr flüstern, ey. Oh, instant 3 Sterne. Ich glaube, hier kann man nicht einfach so rein. Dabei habe ich nur den Wachmann da vorne an der Ampel Schranke Dings überfahren. Warte, gucken, ob man hier einfach so reinfahren kann. Bam! Sieht nicht so aus, ne? Sterne. Ja, toll. Bei dir ist ja der Typ, den ich überfahren habe, auch schon tot. Achso, ja, aber Leichenschänder. Komm mal wieder auf die Folge, die heute, ne, gestern. Also von heute aus gestern ist die raus. Von gestern aus heute, von heute aus gestern. Was denn nu? Wo bin ich hier eigentlich? Wo sind wir überhaupt? Komm, wir fliegen mal in das Stützdingens. Stützdingens. Folge mir mal. Ich folge dir. Sorry. Hau raus, immer raus damit. Ja. Wem das nicht passt, der soll sich halt Dena angucken, wie er rumschreit. Richtig. Ich weiß ja, hier, ich habe ja so auf Facebook, kriege ich ja hin und wieder mal doch einen Kommentar unter Posts. Und da hatte ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, ist ja auch völlig egal. Gertrud, oder so. Hatte da drunter kommentiert, dass er, wie hat er geschrieben, ich mag euch Spaß dieses Jahr. Ist auf jeden Fall schon mal, der Anfang hat mir schon mal gefallen, der Nachricht. Aber er mag das Rülpsen nicht. Aber ich verstell mich hier nicht. Und der Klappspaten denke ich mal auch nicht. Wir sind, wie wir sind. Gerade ich nicht. Da müssten die Leute aber eigentlich schon langsam selber rausgefunden haben. Ich sag mal, okay, wenn ich ein Singleplayer-LP mache, so wie zum Beispiel... Alter, Deutsch, wo bist du hin? Wie zum Beispiel Thief. Da bin ich ja eher der ruhige, chillige Typ. Master Chief. In LPTs bin ich ja eher so der Assi, aber so bin ich halt. Und wenn dann Rülpser rausrutscht, dann rülpst er halt einen Rutscher raus, ne? Ne, wir sind an der falschen Stelle hier. Bestessel ich grad. Ach, Mann. Deswegen, wem das nicht passt hier mit dem Gerülpse und so, der, weiß ich nicht, der soll mich aber der ist einfach falsch bei uns. Genau, der ist falsch bei uns. Wir sind Assis und wir stehen dazu und wir benehmen uns auch so und Punkt. No. Fertig. Ist ja nicht so, dass wir nur für die Kamera rülpsen hier. Das ist ja, wir rülpsen ja immer, ne? Ja, genau. Ich verstell mich auch nicht deswegen. Also nur, wenn das irgendwelchen Leuten nicht passt, werde ich mich deswegen nicht verstellen. Sorry, Braveheart, tut mir leid, hab dich nicht gesehen. Ja. Deswegen, wem das nicht passt, ja, Pech gehabt, dann soll er halt sich das nicht angucken. Ist einfach. Oder soll einfach den Ton ausmachen. Oder, nee, das schlage ich nicht vor, weil das macht mir mehr Arbeit. Nö, mach ich nicht. Wollte gerade sagen, oder ich tue in Zukunft jedes Mal, wenn ein Rülpser kommt, 3 Sekunden vorher einblenden. Achtung, Rülpser! Damit die Leute dann kurz muten können und dann können sie den Ton wieder anmachen. Aber nein, mache ich nicht, weil das bedeutet für mich, ich muss jede verfickte Folge in Zukunft durchschauen und mir die Stellen merken, wo Rülpser sind. Und da habe ich keinen Bock drauf. Nö. Hallo, ich bin drin! That's what she said, ne? Ja, oder wie der Typ letztens zu mir geschrieben hat. Boah, was hat der geschrieben? Hab ich dir geschickt, ne? Ja. Das war Roger Kane, glaube ich, oder? Nee, das war Noah Testig. Hat er mir nämlich auch geschickt. Hallo! Jo, hat er mir nämlich... Ich bin wieder... Nee, ich wäre fast wieder rausgeflogen, Alter. Wie, fast wieder rausgeflogen? Guten Tag! Das ist heftig, du kannst wieder rausspringen. Ob das so eine gute Idee ist, hier lang zu fahren? Ich habe irgendwie das Gefühl, mir kommt gleich ein Panzer entgegen und macht BAM! Ein Panzer? Ein Panzer. Hallo! Nein, nix Panzer, nur Transporter-Dings und Jeeps und so. Oh. Gesundheit! Und wem das nicht passt, der kann auch Ton ausmachen. Richtig. Fahr mir mal nach, Alter. Ach, Alter, jetzt bin ich hier gerade am Rumcruisen und du machst mir wieder den ganzen Plan kaputt, ey. Ja, dann mach doch, was willst du, Schlampe. Lampe. Dusch. Dusch. Ja, du musst mit voller... Hallo, wow. Ja, du musst in meine Richtung, mit voller Karacho. Ganz Zeit geradeaus. Ja, nur wenn Jeeps kommen, musst du ein bisschen ausweichen.
und dann voll über die Rampe stisseln. Okay. Das ist richtig cool. Aber du darfst keine Ding. Ah, oh, fuck. Das hat wohl nicht geklappt, ey. Super. Mann! Das ist keine Rampe, das sind Stufen. Ja, aber wenn du die richtig triffst, dann fliegst du übelst weit weg. Jetzt haben wir natürlich hier Arschkarte. Boah, ich hab ja gerade ein dezentes G-Problem. Ja, ich hab ein dezentes, ich hab kein Auto, ich bin ohne Auto unterwegs, Problem. Das ist wirklich ein Problem. Oh mein Gott, ich bin gleich down. Oh mein Gott, ich bin gleich down. Oh mein Gott, ich bin gleich down. Ich muss hier weg. Lasst mich am Leben, Leute. Ich hab euch doch gar nichts getan. Ich fahr doch hier bloß ein bisschen rum. Ich möchte den Leuten doch nur was von der Welt zeigen. Ist das denn so schlimm? Ich verstehe euer Problem nicht. Ernsthaft. Ich verstehe euer Problem nicht. Vielleicht schaffe ich es ja noch zu entkommen. Glaube ich zwar nicht, weil auf mich wird schon geschossen und ich bin gleich tot. Ja, ich wurde von 20.000 Jeeps umzingelt und dann sind die in meinen Jet reingeballert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaffe ich es, schaffe ich es, schaffe ich es. Kannst du Jonas sagen, kannst du Jonas sagen, kannst du Jonas sagen, kannst du Jonas. Alter, geil, ich hab's geschafft, oder? Nein, da kommen Raketen. Oh mein Gott, trefft mich nicht, trefft mich nicht. Jawoll, ich hab einen Jet. Ich hab's doch geschafft. Nice. Nothing yet. Ich glaube, das habe ich schon mal gebracht irgendwann in irgendeiner Folge. Ja. Du hast sowieso eine sehr musikalische Ader und die lässt du ja öfter mal raus. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Au! Da hat's gehupt bei dir, ich hab's genau gehört. Ja, und dann kurz darauf bin ich umgefahren worden. So, ich bin gerade mal auf dem Weg zum Flugstissel. Ach scheiße, erst muss ich die Bullen loswerden. Vorher mache ich den Spielsound ein bisschen leiser, weil der war noch ziemlich laut. Ach Bullenschweine, haut doch mal ab, ey. 4 Sterne, euer Ernst. Ihr Stissel? Ja. Geht mir jetzt schon wieder voll auf den Sank. Alter, was ist heute mit meinem German los, Alter? Da geht's wieder los. Was ist heute mit meinem German los? Was ist das, Alter? Fickt euch Bullen, dann schieße ich euch halt ab. Ist mir auch egal. Bam! Willst du meinen Dildo vergolden? Was, ob ich deinen Dildo vergolden will? Ja. Alter, kam den einen Tag im Fernsehen. Ist schon eine Weile her, glaube ich. Habe ich gesehen, es gab einen Typen, der hat sich überlegt, so ein reicher Typ, der wusste nicht wohin mit seinem Geld. Also, ne? Keine Ahnung. Der hat sich überlegt, wieso kann man sich eigentlich nicht mit Geld oder mit Gold den Arsch abwischen? Was hat er erfunden? Er hat erfunden so ein kleines Apparillo, womit man Klopapier vergolden kann. Und dann kann man sich mit vergoldetem Klopapier den Arsch abwischen. Wer braucht sowas? Da kostet einfach mal so eine Rolle Klopapier, glaube ich, 10.000 Euro. Warum? Der kauft sich stinknormales Klopapier, vergoldet das und wischt sich dann damit den Arsch ab und spült das Blattgold dann das Klo runter. Warum? Ich würde das danach wieder aus dem Klopapier popeln, glaube ich, ey. Boah. Habe ich das gerade echt gesagt, ey? Boah. Nee, würde ich nicht. Zum Glück hast du mich unterbrochen. Ich hätte noch was viel Ekelhafteres gesagt gerade. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe gesagt, nee. Die Kacke aus dem Gold popeln, oder was? Boah. Nee. Ich würde das da rauslutschen aus dem Klopapier. Also nur wenn da keine Kacke dran ist. Aber es hätte sich halt ekelhaft. Wusstest du schon, dass es beim Jet nicht nur das Maschinengewehr und Raketen gibt, sondern jetzt auch Raketen ungelenkt? Ja. Ist aber neu. Nein. Nicht? Nein. Okay. Ich kenne nur die Gelenken. Ich kenne nur die Gelinkten. Ah. Der war nicht schießt gut. Du grad auf mich, du Pillemann? Nein, ich bin im Jet. Und der andere Jet ist auch jemand. Ja, ein Jet kann ja nicht schießen, ne? Doof. Ja, aber ich bin nicht der Jet, der auf dich schießt, wollte ich damit sagen. So. Ich fahr grad zum Dingens meinen Jet abholen. Und wenn der Roger Kane sich den nimmt, dann schmeißen wir den aus der Sitzung. Was ist denn da gerade explodiert? Eine Mutter. Nein, Spaß. Alter. Das ist auf die Folge von gestern zurückzukommen, habe ich das gesagt. Also, Rough Styles Mutter, ich mag dich. Ich kenne dich zwar nicht, aber
Ich kann nicht beruhigen, meine Mutter guckt meine Videos nicht. Also nur ab und zu mal. Voll aber. Die blöde Kuh, ey. Guckt ihr einfach nicht die Videos, ey. Ja, sie guckt sich nur hin und wieder mal die Pre-Intros an, weil sie die so lustig findet. Achso. Ja. Und weh, du haust halt jetzt in ein Pre-Intro, Alter. Ja, es ist ja mitten in der Folge, es war Quatsch, das ins Pre-Intro zu hauen. Da würden die Leute das doppelt sehen, das wäre ja auch doof. Ja, machen aber auch viele YouTuber. Ja, ich aber nicht, weil finde ich uncool. Weil ich bin ja nicht andere YouTuber, ne? Ja, so Dena oder so, so Schreihälse. Ja. So Schreibpille-Männers. Wow! Alter. Was? 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 Was stand da? Dass ich dich angeblich gekillt habe. Und noch? Und noch? Wie und noch? Lebst du das noch, oder was? Ich leb noch, ja. Was bist du für ein Hurensohn, Alter? Was bist du für ein Hurensohn? Warum? Bin ich gar nicht. Du bist mir reingeflogen und ich. Oh nee, ey, da könnte ich wieder kotzen. Ich werde die Sterne nicht los, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich eins nach dem anderen abknalle hier. Helis und Autos und so. Ich kann irgendwie nicht widerstehen, ich weiß nicht warum. Du bist ein Hurensohn. Nein, bin ich gar nicht. Doch. Niemals. Voll mies, Alter. Gar nicht. Landlennen. Was? Landlennen? Ja, ich hab grad Landlennen gelesen. Landlennen. Alter, Landlennen? Was laber ich hier schon wieder? Boah, wenn er jetzt in meinen Jet reinfliegt, ne, hau ich ihn kaputt, ey. Kaputt. Haut der mich einfach aus dem Jet, Alter. Hast du halt nicht gesehen? Nö. Da steht ein Jet auf dem Flughafen. Ach, das ist ja halt deiner. Der grüne, ne? Mhm. Der, wie heißt der? Bejla. Klingt wie ein türkischer Frauenname, Alter. Mhm. Guck mal genau hin. Mein Jet hat auch ein Kopftuch, Alter. Ey, Bullen, verpisst euch. Wenn die Bullen mir jetzt reinfahren, ne? Haut ab, ihr Mongos. Mongolite, ne? Ihr dreckigen Bam, 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 bam. Ramsam, sam, ramsam, sam. Really? Hm? Really? Hat man das nicht schon mal? Ja und? Was heißt denn noch und, ey? Schaffst du singen, du Pillemann? Ja, sing, aber sing was Schönes. I believe I can fly. Genau. Oh, da krieg ich gleich Gänsehaut. Ich find das so erotisch. So grausam schön. So eroterisch. Ja. Guck mal, wer hinter dir ist. Bam! Guck mal, wer hinter dir ist. Hinter mir? Ach, im Dach. Ich bin gerade fast schon wieder fast reingeflogen. Du mir? Ja. Alter, mach keinen Scheiß, Junge. Eroterisch, Dings. Ja, ne? Und so. Hallo. Oder das war der. I used to know. Oh Gott. Oh nein. Wie war das Lied von Titanic hier? Boah, keine Ahnung. Wie ging denn das Kacklied, Alter? Wo sie da vorne am Dings stehen, war es der Bug? Ist das der Bug vorne? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ja, Kackboard ist es auf jeden Fall nicht. Kackboard. Oder die ganzen Longboard-Leute. Jetzt, wo wir von Dana und so dran sind. Die wissen, vorher haben die nicht gewusst, was ein Longboard ist. Und auf einmal fahren sie alle Longboard, weißt du? Ja. Schon irgendwie witzig. Oder wieso auf einmal alle Vegetarier werden, nur weil ungespielt Vegetarier ist, weißt du? Wer ist ungespielt? Wer ist das? Kenn ich nicht. Ungeschnitzelt? Kennst du nicht? Ach, der! Genau.
Nee, kenne ich nicht. So, ich lasse mich jetzt einfach mal nach oben und gebe einfach kein Gas mehr. Ich gehe jetzt komplett auf die Bremse und lass mich einfach mal treiben. Na toll, jetzt stürze ich schon ab. Ist ja uncool. Schaffe ich es noch auszusteigen? Bam! Ja, doch schon. Ich bin aus dem Jet rauskatapultiert worden, aber ich wurde sozusagen auf den Boden katapultiert. Also rückwärts, oder was? Naja, so mehr oder weniger. Dann versuche ich jetzt auch mal auf den Kopf und dann aussteigen. Bam! Oh, Gesundheit. Hab ich direkt noch einen ziehen lassen. Für die Leute, die wissen wollten, was das für ein Geräusch war. Vor Freude, oder was? Ja. Boah, ist das assi. Ja, so bin ich. Ja. Nö, gar nicht. Ich freu mich schon, wenn du Silvester hier bist, Alter. Oh, das wird so lustig. Das wird so mega stinken in deiner Bude, Alter. Wer sagt, dass es das nicht jetzt schon tut, Alter? Ich bin Gamer, es muss stinken in der Bude. Bist du schwul? Warum sagst du, dass du gay bist? Ja. Wo bist du, Alter? Ich bin im Heli bei Roger und Bravehold. So. Die haben mich abgestisselt. So, trifft sich. Trifft sich? Oh, schalte die Gegner aus. Gängerangriff. Okay, mach mal. Kein Ding. Da bin ich hart wie ein Pudding. Kenn ich nicht. Alter. Gehört zur Gang, Alter. Bam, boah, Alter. Bam. Du Wichser. Bam. Oh nein, ich hab mich selber gebumst. Oh, Alter. Hey, wie hab ich dich denn erledigt? Du hast mich mit deinen Rotorblättern weggemäht. Du hast geschrieben für die Gang und dann bist du da geflogen. Eine Flasche hast du mich weggefetzt. Oh nee, ist das krass. Ich dachte, hey, warum hast du jetzt Wichser gesagt? Weil ich habe euch ja eigentlich geholfen. Ja, eigentlich ist ein Wort, das ist ziemlich dehnbar. Und dehnbar reimt sich auf Dehner und deswegen ist die Folge jetzt vorbei. Gesundheit. Boah, warte mal. Alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Reinschauen. Folge ist rum. Wir haben wieder mal nichts geschissen gekriegt, aber ist auch egal. Muss auch mal sein. Ja, wie immer halt. Macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Cheerio! Tschüssikowski!